Ich darf noch zusagen. So, ich schaue mich mal um. Ja, ich begrüße euch recht herzlich. Ich wollte was über den New Member Prozess erzählen, was wir uns da ausgedacht haben und warum wir uns das ausgedacht haben und was wir damit vorhaben. Ich begrüße insbesondere die weiblichen Teilnehmer dieses kleinen Statements. Bonjour, ça va? Hallo. Weil wie in allen freien Softwareprojekten wir viel zu wenig Frauen haben. Das kann ganz vernünftig sein, von den Frauen nicht daran teilzunehmen. Bei uns gilt das aber nicht. Okay. Kann ich in Deutsch weitersprechen? Ich prefere Englisch, weil if I'm the only person who prefers English, you can speak Deutsch. Ich spreche ganz langsam. It's better. Okay. Also, new member ist auch nicht Deutsch. Deutsch wäre ein neues Mitglied, aber das hört sich so Banane an, haben wir also das englische Wort behalten. Ja, die Idee war, wir wachsen, wir bekommen immer mehr Frauen und Männer, Fräuleins und Männleins, die bei School Linux mitmachen wollen. Und darüber ist es wichtig, sich frühzeitig Gedanken zu machen, weil dieser Prozess bisher chaotisch verlief, haben wir versucht, uns Gedanken zu machen, wie man das strukturieren könnte. Und da wir ein Debian-System sind, haben wir beim Debian-System abgeguckt. Auch da gibt es einen Prozess für die Programmierer, das ist die New Developer Prozess, wie man sozusagen Debian Developer werden kann, und haben uns überlegt, okay, wir wollen das eine Vorstufe davon und haben das Debian Edu Developer oder eben Member of Debian Edu genannt. Ja, wir unterscheiden zwei Phasen, die Orientierungsphase und die Qualifizierungsphase. Orientierungsphase meint, wenn jemand mitmachen möchte, muss er das zuerst mal kundtun. Also ich könnte mir vorstellen, bei euch mitzumachen, was muss ich denn da tun? Dazu gibt es eine Adresse, die ist schon abschreckend genug. Die heißt Boa, die Schlange. Ja, boa@scholinux.de. Man kann das wieder in Englisch übersetzen, Board of Application. Ja, also die Anwärter, die das gerne, Anwärterinnen, die das gerne werden wollen, schreiben eine Mail dahin und sagen, ja, ich habe Interesse. Könnt ihr mir vorstellen, was könnte ich denn bei euch so mitmachen? Und dann kommt als erstes eine Antwort, die sagt, sehr schön, warum willst du das denn überhaupt? Also geht der Ball wieder zurück und es wird darum gebeten, dass man eine Homepage im Wiki anlegt. Ja, haben wir schon? Du hast das schon? Aus Versehen? Oder indirekt? Also wir machen das natürlich auch mal nicht ganz so offen, dass das schon der erste Schritt ist. Dann schreiben wir, Homepage, hat sie schon. Okay. Nächster Schritt ist mindestens ein Wochenende in Gütersloh. Okay, du hast das auch schon. Ja. Und was heißt das? Wir haben ungefähr einmal im Monat ein sogenanntes Lern- und Arbeitswochenende in Gütersloh. Dort haben wir ein Testzentrum. Und es ist so, wenn man mit jemandem von Freitag bis Sonntag mit wenig Schlaf zusammengearbeitet hat, kann man die Person relativ gut beurteilen. Man kann sagen, okay, mit dem könnte man was machen. Ja? Oder der macht gerne. Okay, du hast auch einen Haken, ich wollte alles sagen. Der hat die und die Qualifikation und vor allen Dingen die und die Qualifikation hat er nicht. Also dann kommt die zweite Phase, nämlich die Qualifizierung, wo wir gezielt schauen, welche Fähigkeiten ausgebaut werden sollten, können, sollten. Und das sind auch unangenehme Sachen bei. Es gibt zum Beispiel gute Programmierer, die vergessen sich zu duschen. Dann bekommen sie von uns schon einen Hinweis, das macht kein anderes Projekt. Ja? Oder die vergessen, dass man auch was essen muss, wenn man 10 Stunden vor dem Computer sitzt. Oder dass es auch andere Sachen gibt als Computer im Leben. Das ist manchmal ganz schwierig und das ist ganz unterschiedlich, aber das ist sozusagen unser Anspruch,
dahin zu schauen. Und wir trainieren das. Jetzt sind ein paar New Member da. Ich wollte das eigentlich nicht so offen verraten, obwohl man es auch nachlesen kann. Wir trainieren das auch meuchlings. Wir stellen uns dumm und lassen uns was erklären. Und dann auch da sieht man Fähigkeiten, die jemand hat oder nicht hat und die er ausbauen kann. So werden viele Fähigkeiten trainiert. Und wir gehen auch mit den neuen Mitgliedern zu anderen Projekten. Zum Beispiel ist jetzt relativ klar, dass alle neuen Mitglieder oder Anwärter einmal nach Frankreich müssen. Gerrit freut sich schon. Und einmal das Projekt in Frankreich konkret sehen müssen. Also zum Beispiel ein Wochenende oder eine Woche mit Obdachlosen zusammenarbeiten. Das erweitert den Horizont enorm. Und was ganz wichtig ist, unser Ziel ist, oder was wir auf jeden Fall tun, ist, nicht nur Programmierer sind wichtig für das Projekt, sondern im Debian-Projekt zählen im Wesentlichen die Programmierer, die sogenannten Developer. DD ist das große Ziel von vielen jungen Leuten, Debian-Developer zu werden. Wir haben ein kleines E dazwischen geschoben, Debian Edu Developer, deutscher Entwicklungsdienst, sind wir aber nicht. Ja. Und unser Ziel ist dabei eine Vorstufe zu sein und dabei alle anderen Tätigkeiten gleichberechtigt anzuerkennen. Dokumentieren, testen, übersetzen, ein Event vorbereiten. Da war irgendjemand ziemlich fleißig, der ist nicht hier. Ja. Der hat sich aber sozusagen das Gold Linux verdient gemacht, nämlich der, der diesen Event organisiert hat, der Patrick hier aus der Schule. Er ist zwar nicht da, aber ich finde, ganz leise hat sie geschmunzelt und hat gedacht, ich vergesse sie. Wie können dich das? Wie können dich das? Wenn man ins Wiki schaut, Erkelenz, internationales Treffen, was steht da? Katar. Ja, das ist der erste Name, der da steht. Ich weiß nicht. Ich wusste nicht, ob du weißt, dass du damit jetzt weltberühmt bist. Aber es ist jetzt so. Du kannst das nicht mehr verhindern. Wir haben zwischen 800 und 1200 Zugriffe auf unsere Website pro Tag. Also ich wette, ich kann das nicht verhindern, dass in den Nachrichten was kommen wird, wo der Name erwähnt wird oder du vielleicht noch E-Mails bekommst von irgendjemandem aus Australien, der noch wissen will, wie du das organisiert hast. Fragst du den Patrick nochmal und dann schreibt er das zusammen. Es wäre sowieso gut, dann eine neue Wiki-Seite. Und so, ihr merkt schon, ich fange schon wieder an. Ja, also das zu dokumentieren, denn es ist ganz klar, ihr seid die Musterschule, die erste Schule, die sich getraut hat, das zu machen. Und es wird andere Schulen geben. Es gibt schon Schulen, die angefragt haben, wo es aber kein Selbstlernzentrum gibt, wo es nicht so eine Schülergruppe drumherum gibt. Da habe ich immer Nein gesagt, weil das unterschätzt wird, wie viel Arbeit das ist. Ihr könnt das jetzt einschätzen. Und ihr könnt als Schüler beschreiben, was ihr alles getan habt. Und das sind Qualitäten, die wir brauchen. Ganz einfach. Und deshalb sozusagen Jugendlichen ein Ziel zu geben. Und ja, sie waren gestern da. Ich habe ihnen gestern gesagt, wir warnen auch die Jugendlichen. Sie sollen es lieber lassen. Weil es ist einfach, es verändert Beziehungen, das Schlafverhalten, das Wochenendenfahren, das Reiseverhalten. Ja? Man unterschätzt dieses Linux. Ja? Man unterschätzt diesen Freiheitsgedanken. Findet man sich plötzlich irgendwo auf Malaga für eine Konferenz. Ja, andere gehen dahin zum Saufen oder so. Ne? Das kann man schon, ja. Oder man ist in Frankreich in einem Projekt, wo man vor 10 Jahren gesagt hat, keine Ahnung, was das ist. Würde mich nicht interessieren. Jetzt, einmal gesehen, sagt man, das ist wichtig. Da müssen noch mehr Leute ihren Horizont erweitern. Ja, das ist so im Groben. Ich schaue auf meinen Spickzettel, ob ich noch was Wichtiges vergessen habe. Hast du dir noch einen Fehler angesteckt? Das ist der falsche. Da steht doch gar nicht vor. Das darf ich ein bisschen vertatterter Professor spielen. Auch nicht. Du hast ihn nicht? Nein? Okay. Die letzte Chance. Da ist er. Also was habe ich gesagt, was es ist, wie das geht? Das Ziel? Ja, unser Ziel ist, dass wir qualifizierte Leute haben. Also die später auch anderen Leuten beibringen, wie man in so einem Projekt arbeitet, wie man Treffen organisiert, wie man Gruppengespräche moderiert, wie man sich hier auf einer Mailingliste verhält, das sind alles so Sachen, die man lernt, wie man ein Protokoll schreibt und so weiter. Wie man was dokumentiert, wie man was testet, das kann man alles lernen. Und für diejenigen, die sozusagen Programmierer werden wollen, wie zum Beispiel Xavier oder sowas, oder Christian, die dann sozusagen den Weg weitergehen wollen Richtung Debian Developer,
Da garantieren wir, dass wir sozusagen so hohe Qualität an neuen Leuten abliefern, dass die Kenntnisse, die für die wir gebraucht werden, bei uns schon quasi da sind und dass der stets im Übergang zu deren Developer da nicht mehr groß ist. Das war so im Wesentlichen, was ich sagen wollte. Jetzt würde ich einfach um Nachfragen bitten oder Ergänzungen oder sowas. Und wenn das nicht der Fall ist, auch zum gesamten Projekt natürlich. Also wir haben in Deutschland angefangen, weil das einfach, wenn der Zuspruch da groß ist, wir haben eine Liste von Anwärtern. Wir suchen dann jemanden aus, der den Anwärter betreut, also nicht erzählt. Das heißt, aus dem bestehenden Team übernimmt jemand die Aufgabe, jemand anderen zu führen. Der stellt kleine Anforderungen, große Anforderungen, guckt, wann antwortet der, wie ernst ist sein Interesse oder nicht. Und das daran kann man dann sehen. Und der Prozess dauert mindestens ein halbes Jahr. Also es sind Ausnahmen, wenn wir jemanden schneller aufnehmen. Ja, was hat man davon? Na, eigentlich nichts. Ökonomisch nichts. Menschlich schon einiges, denn die Anerkennung ist sozusagen der Nährstoff, von dem wir leben. Der wechselseitige Respekt, das Lernen darüber, dass eine Welt unterschiedliche Ansichten hat, und es ist die gleiche Welt, aber wir haben unterschiedliche Ansichten davon, das lernen wir bei uns. Sprachen, ja, also über mein Gestotter in Französisch gestern kannst du berichten, ja. Aber es ist sozusagen, es ist ganz normal, dass man Fremdsprachen benutzt, ohne dass man davor Angst hat, weil jeder freut sich, wenn der andere sich bemüht, sich auszudrücken. Und das ist der Hintergrund. Ja, letzten Endes gibt es schon ein paar Kleinigkeiten, die so ganz nett sind. Das fängt an bei diesen kleinen Schildern. Man unterschätzt nicht die Wirkung dieses Badge, also dieses Namensschildes. Es gibt Leute, die sammeln die. Da steht das Datum drauf, das gibt es nur einmal, dieses Ding. Und wer in 10 Jahren sagen kann, ich war damals in Erkelenz dabei, das ist so ungefähr wie 3 Sterne hier oben. Und natürlich, wenn du so nett bist, dich gerade mal umdrehst, nimm das halt das falsche T-Shirt an. Also es gibt dann einen Account auf der Maschine als letztes, das heißt, man hat wirklich einen Account und kann auf der Internetmaschine die richtig nutzen. Man bekommt in der Vorstufe eine E-Mail-Adresse, da steht dann steffen@skolelinux.de. Und wenn man eine Mail schreibt, wo skolelinux.de da drin ist, dann ist schon sozusagen etwas mit dabei. Man lernt verschlüsselt zu kommunizieren. Alles so Techniken, die man eigentlich können sollte. Und ja, das Key-Signing heute Abend, da gibt es ein Web of Trust, ein Vertrauensnetz weltweit. Und da ist unsere Strategie natürlich zu gucken, dass da auch möglichst viele skolelinux-Adressen ganz oben in der Hierarchie erscheinen, weil das wieder Werbung für unser Projekt macht und dass in den Paketen, in den Softwarepaketen für denjenigen, der das Paket verwaltet, auch eine Skolelinux-Adresse steht. So ist das für alle, die dieses Paket benutzen, nicht nur Skolelinux, ist wieder Werbung für unser Projekt. Und ich kann sagen, dass wir innerhalb von Debian, aber auch außerhalb ein sehr hohes Ansehen haben. Die Community ist so groß und so lebendig, zumindest in Deutschland auch, Frankreich übrigens jetzt auch, dass andere mit Ideen und Projekten zu uns kommen und sagen, können wir nicht bei euch unser Projekt mal vorstellen. Und ja, in Norwegen ist es soweit, dass wenn jemand Lernsoftware entwickelt, dann wird gefragt, läuft diese Lernsoftware mit Skolelinux? Wenn nicht, tut uns leid, haben wir kein Interesse. Und das von amtlicher Seite. Ja, weil dort ist sozusagen die Marktmacht gekippt. Was hier Microsoft ist, ist in Norwegen freie Software und man muss sozusagen nachweisen, dass die Software frei ist, die man da benutzt. Ja, soweit. Jetzt würde ich vielleicht um Fragen bitten, Ergänzungen. Ja, ich habe eine. Ist es schon einmal geschehen, dass ihr zu jemandem Nein gesagt haben? Es gibt eine Person, die hat zurückgezogen. Die hat also beantragt und ist dann wieder von alleine gegangen, weil sie in einem Projekt arbeitet und keine Zeit mehr hat. Das ist eine Person. Es gibt andere Personen, die sind nicht aktiv. Dann haben wir keine Eile. Wir können warten. Ja, also wenn jemand den Prozess anstößt und nicht weitermacht, dann gut, wenn ein Jahr oder länger nichts passiert ist, dann fragt man nach, willst du überhaupt noch? Ja, aber sozusagen richtig Nein sagen zu müssen, ist nicht notwendig, weil die Leute das selber einsehen. Also stelle diese Frage, weil wenn man sich das so anhört, also es gleich, das wäre Obstakel, um
einzutreten. Ja, das ist richtig. Verstehst du, was ich meine? Ja, also, also der Ziel ist, also immer mehr also, Mitarbeiter zu bekommen. Ja. Und das, also, das hört sich an, als ob es wäre, was, wo mit der Länder passt. Ja, das ist ganz witzig. Also das Witzige ist, ein Gut, das knapp ist, ist begehrt. Das ist ja, etwas, was man nicht sofort haben kann. Und gerade bei Jugendlichen. Ja. Sie wollen das sofort haben. Und wenn jemand ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr nicht warten kann, dann passt er nicht ins Team. Weil wir haben viel Frust auch. Wir müssen auch Frust bearbeiten. Wir haben viele Enttäuschungen, wenn Software nicht läuft, wenn doch länger gearbeitet werden muss, um etwas zu testen und so weiter. Das gehört mit dazu. Und klar, wir sind chaotisch entstanden. Wir sind aus drei verschiedenen Linux-Gruppen entstanden. Sco Linux in Deutschland. Ja. Und das war ein wilder Prozess. Und jetzt ist es so, dass junge Leute, die dazukommen, die finden das etwas geordneter vor. Und ja, wir können im Moment sagen, ja, wir haben einen Prozess und wir schauen. Aber es ist, im Moment haben wir 6 Leute oder sowas. Ja. Ich glaube, 6 Leute stehen im Moment, die wollen das werden, sind in dem Prozess drin, mehr oder weniger aktiv. Ja, der Aktivste, der sitzt hier hinter der Kamera. Dem kann man kaum noch irgendwie was Nein sagen. Das ist schon, der ist so weit, dass man sagen kann, ja, was machen wir ohne dich? Ja. Der hat es sehr geschickt gemacht. Ja. Und dann gibt es auch noch einen sehr Aktiven, der hat das ganze Ding hier organisiert. Gerade ja, zusammen. Ja. Das ist klar, der ist auch relativ weit. Aber wir haben auch noch bestimmte Bedingungen, die wir, also wir sagen nicht sofort ja, sondern wir gucken auch. Und das konnten wir früher nicht. Früher haben wir, jeden konnte mitmachen. Und ja, also ich habe sehr viele Leute bei Sco Linux kennengelernt, sehr viele. In den Jahren, die ich für Sco Linux arbeite, und ich sag mal von vielleicht von 10 Leuten bleibt einer ungefähr. Also man investiert seinen Respekt, seine Anerkennung und seine Liebe in 10 Personen und eine bleibt. Da muss man gucken, dass man selber irgendwie genug Liebe kriegt, deswegen müssen wir die Lampen zu. Ja, also verstanden. Also das ist für Projektleiter sehr wichtig. Man investiere in Verluste. Ja, es muss klar sein, dass du investierst in 10 Leuten und du bekommst einen davon. Und das ist gut, das ist eine gute Quote. Ja, andere investieren in 100 Leute und bekommen 3 oder so. Ja? Das muss man wissen. Und das ist emotionale Arbeit, nichts anderes. Ja? Also ich kann jetzt ein bisschen was über Konstruktivismus erzählen oder sowas. Ne? Also wir alle denken, wir wissen, was hier passiert, aber jeder von uns hat ein anderes Bild, was gerade hier passiert. Und das Spannende ist, wenn wir uns darüber austauschen und feststellen, doch es könnte sein, dass da was anderes passiert, als ich bisher gesehen habe. Und dafür sind wir Menschen. Ja? Deswegen müssen wir uns austauschen. Es gibt nicht die Wahrheit. Es gibt nur die Wahrheit als Prozess der Kommunikation. Und wenn man das versteht, dann kann man akzeptieren, dass jemand anders sich daneben benimmt oder sich anders verhält. Das kann man akzeptieren und trotzdem muss man ihn darauf hinweisen, dass sozusagen, wie heißt das so schön, seine Selbstwahrnehmung und seine Fremdwahrnehmung, sein Selbst und sein Fremdbild nicht zusammenpassen. Bei Jugendlichen ist das der wertvollste Dienst, den man tun kann. Und wenn jemand gelernt hat, dass diese Hinweise mit das Wichtigste sind, was man von guten Freunden im Leben bekommt, dann ist der schon so weit, dass er sozusagen selber marschiert. Denn er wird auf kritische Stimmen hinhören. Und nicht so sozusagen, wie ich, als ich jung war, immer gesagt habe, die anderen. Ja. Okay. Das war zu schnell, ne? Ja. Dann das Ganze nochmal in Französisch. Nein, nicht wirklich. Ja, okay. Thierry France, c'est mi lese. Das ist nicht so problem. Mock. Tremor. Merci. Ja, Carsten, du bist ja irgendwie auch auf der Liste, ne? Ich glaube, offiziell wirst du betreut von Ralf, der ist nicht da. Du darfst also jetzt mal sagen, was du von den Betreuern hältst. Die melden sich nicht, die tun nichts. Nein, das stimmt bei Ralf natürlich nicht. Der ist relativ fleißig. Der füttert KDE ganz gut, glaube ich, ne? Mit Wünschen wie Ralf Gesellenzetter. Ja, der sitzt auf der Ebenliste und naja, wenn neue Programme hier gekauft haben, zum Beispiel, dann stellt er die halt vor. Und das ist halt ja, eher mit der Ebenliste selbst und halt IRC, also was man im IRC halt verredet. Das ist halt, Sie haben alles verstanden, ne? IRC ist nur ein Chat. Nein, ich möchte nur, dass
Sie sich trauen, Fragen zu stellen. Ich habe gefragt. Ich habe Sprache noch. Ja. Also. Ja. Ja, aber die Abkürzung sagt mir natürlich nichts. Ja, das ist ERC ist der Chat. Ja. Wo sozusagen direkt kommuniziert er das, was nur bekannt ist als böse und voller Porno und Männer machen Mädchen an. Wir machen auch gescheite Sachen, würde ich das sagen. Ja. Und E-Mail ist klar, die Mailingliste, das sind die beiden wichtigsten Kommunikationskanäle. Und wenn ein Lehrer sozusagen gute Software entdeckt, die nicht frei ist, dann muss die befreit werden. Und da gibt es eben Programmierer wie Carsten, der bei KDE arbeitet, das ist diese Oberfläche mit diesen schönen bunten Clicky-Bildern, das wird immer Windows-ähnlicher. Nein, nein, das war jetzt böse. Ich bin wieder zurück. Und der programmiert da sozusagen Anwendungen, dann kann man sozusagen diese Sachen auch nachprogrammieren, dass es auch als freie Software da ist. Zum Beispiel. Was ist denn nicht freie Software? Ist das jetzt fremde Software? Ist das mit Linux zu tun? Über die Frage freue ich mich besonders. Ja. Weil alle. Ja, ich war ja nicht da. Richtig. Er hat darüber gesprochen, eine halbe Stunde heute. Nein, aber ich mache das ganz kurz. Also, nicht freie Software ist Software, die bestimmte Dinge verbietet. Zum Beispiel, freie Software hat vier Punkte, die man sich merken muss. Man darf sie für jeden Zweck einsetzen. Also, mein Beispiel ist immer, die israelische Armee verwendet Linux. Warum wohl? Die haben doch so gute Dreiecke zu den Amis. Warum nehmen die kein Microsoft? Okay, versteht man sofort, also für jeden Zweck. Also auch für Militär oder Raketensteuerung kann man Linux verwenden. Das mag man politisch nicht mögen, aber das ist auch ein Teil der Freiheit. Das Zweite ist, dass man es studieren darf. Also gucken, wie ist das gebaut. Man darf es verändern. Ganz wichtiges Kriterium. Und es steht unter einer Lizenz. Es ist also nicht frei in dem verständlichen Sinne, dass da nichts ist. Man kann damit machen, was man will. Nein, das darf man gerade mit freier Software nicht. Man darf sie nämlich nicht unfrei werden lassen. Das heißt, etwas daraus bauen, was man nicht mehr weitergibt, was man kommerziell verwendet. Und da kommt dann der nächste schwierige Hürde zu verstehen für einen Anfänger, dass man freie Software auch kaufen kann, auch verkaufen kann. Das heißt, es ist im Sinne von Freiheit, von freier Rede und nicht im Sinne von Freibier. Okay, dazu muss man wissen, wie ist Software gemacht. Ganz einfach, schönes Beispiel, du hast es heute verwendet, Kochrezept. Ich kann eine Tütensuppe nehmen, es gibt einen schönen Vortrag über Tütensuppen oder selber kochen. Die Ergebnisse von PISA und was hat das mit freier Software zu tun, ich empfehle dich gerade selber, letzter Linux-Tag, sehr schöner Vortrag, sehr lustig. Verwende kaum das Wort Software. Ja? Also, wenn Sie ein Kochrezept haben und kochen, dann nimm das und das. Oh, nee, ich tue da noch ein bisschen Curry rein. Und schon ist was Neues entstanden. Das ist Software, sozusagen. Das ist der Quellcode. Das, was nachher herauskommt, ist der Binary, sozusagen das, was man dann anwendet. Also, wenn Sie jetzt von Microsoft was kaufen, dann bekommen Sie nur den fertigen Topf. Sie wissen aber nicht, was wirklich da drin ist und was das wirklich macht. Das ist sozusagen der große Unterschied. Ja, und dann ist sozusagen die Lizenz noch so, dass es einmal frei, immer frei. Deswegen ist Linux ein Virus. Ja. Also ist einmal frei, dann hat man keine Chance mehr, juristisch das nicht mehr frei zu bekommen. Also, ja, sondern es bleibt immer frei. Und deswegen ist Microsoft da sehr dagegen, sagt, das ist ein Virus. Das ist vergleichbar mit Wikipedia, wo die auch diese freien Lizenzen haben. Genau. Dass man das nicht genau hier unter dem Copyright stellen kann. Genau. Also das ist eine sehr schwierige Thematik, wenn man da tiefer einsteigt, aber das waren so die Grundlagen, zu verstehen, was Freiheit da bedeutet. Weil juristisch gesehen ist es ein Copyright auf Wikipedia. Ja. Wie auch auf Linux. Das ist ja nicht das typische Copyright, was man so landläufig unter Copyright versteht. Man darf das nicht als meine Erfindung jetzt verkaufen, sondern es hat das ja. Stempel von Linux. Ja. Und es sind, was sehr schön ist für die Jugendlichen, im Quellcode, also im Kochrezept, steht drin, werner@colinux.de hat Curry hinzugetan. Das heißt, er ist für immer, für ewig genannt, weil im Quellcode steht er drin. Aber wir danken ihm, weil er hat das Curry da reingetan. Das war sehr schlau. Endlich schmeckt das Zeug. Ja. So ungefähr ist das mit Software auch. Und das muss man einfach auch verstehen, Software ist nie fertig. Und deshalb auch die Prognose, die wir haben, es ist nur eine Frage der Zeit, ist der beste Schulserver, was Skoda Linux heißt. Wir können nicht sagen, morgen wird es sein,
Aber wir haben viel mehr Manpower, wir haben viel mehr Leute, die testen, wir haben viel mehr Leute, die uns zuschreiben, als Microsoft jemals kaufen kann. Auch nicht mit der Portokasse, die sie haben. Ne? Also das wird nicht gehen und deswegen denke ich, es ist nur eine Frage der Entwicklung und da bin ich sehr zuversichtlich. War wieder zu schnell. Ne? Was sind denn deine Erfahrungen mit hier und so? Also noch speziell auf das Treffen zu. Was du möchtest. Ja, also erstmal muss ich zu meiner Schande gestehen, ich habe von Miss Kohle Linux keine besonders große Ahnung. Aber ich habe eben aufgrund dessen, was Steffen oder Herr Brack mir erzählt hatten, mir überlegt, dass es wahnsinnig viel Spaß machen könnte, interessant werden könnte, dieses Treffen zu organisieren. Muss sagen, es war eine schöne Erfahrung, es war auch eine Herausforderung, die ich aber alleine niemals hätte bewältigen können. Also ich bin froh, dass da Leute wie Patrick waren, mit denen ich sprechen konnte, oder eben Steffen, der mir auch Sachen erklärt hat, die ich noch nie in meinem Leben vorher gehört hatte. Also es ist eine interessante Sache, aber wahnsinnig viel Arbeit. Also das fand ich jetzt super, es war nicht vorbereitet, es war nicht abgestimmt, wir haben den Text nicht vorher geklärt zusammen, sondern es war jetzt pressereif gesprochen, man kann sehen, welche Qualitäten sie hat. Und man muss davon von Skolinux nicht viel Ahnung haben, um sowas mit zu organisieren. Es ist auch wichtig, das zu sehen und dann voranzukennen. Magst du auch noch was sagen? Nicht, nee, ne? Okay, da sieht man also, es gibt auch bestimmte Redehemmungsschwellen, die zu überwinden sind, wenn man in so einer Gruppe spricht und so weiter. Das lernt man auch alles. Und ja, ich fand das ein super Zeugnis. Du hast gesehen, wie er das gerne aufgenommen hat. Das hat ja noch spezielle Gründe, die lassen wir jetzt weg. Aber ich habe mich gerade verschluckt, das war mein Problem. Aber das ist ein Zeugnis, eben, was man dabei lernen kann. Man lernt eben viel mehr, als man denkt. Und das Skolinux ist halt ein großes Projekt mit vielen Möglichkeiten. Und dann gibt es noch diese Entwicklertreffen, wo man, wenn man rechtzeitig sich anmeldet, auch die Fahrtkosten gesponsert bekommt. Ich will nur mal ein paar Zahlen nennen. Bei dem letzten Treffen in Helsinki waren allein von IBM 20.000, von HP 30.000 Euro, die nur für die Flug- und Reisekosten gesponsert wurden. Also es ist eine große Bewegung, man sollte sie nicht unterschätzen. Und junge Leute, die dann nicht so viel Finanzen haben, werden unterstützt, zu den Treffen zu kommen und arbeiten eine Woche mit anderen zusammen, Tag und Nacht, mehr oder weniger. Es ist enorm, was dabei alles entwickelt und wird und entsteht. Und deshalb sind solche Treffen sehr wichtig. Und ja, ich freue mich, dass wir das hier in Erkelenz so gut geschafft haben. Für mich ist das schon ein großer Erfolg, was hier gelaufen ist. Wenn ihr jetzt keine weiteren Fragen stellt, dann gehe ich nach oben. Ja, verstehe ich noch eine Frage. Und zwar zur Kommunikation. Heute Morgen habe ich ja mitgekriegt, dass ihr da mit einem Haufen neuen Tesla ab oben gezockelt sind, die übersetzen sollten. Ja. Und meine Vorstellung, wie die, wo ich nur davon ausgehe, dass sie alle keine Ahnung von Linux haben und mittelprächtige Ahnung von Fremdsprachen haben, wie das zusammengehen soll. Ich kann nicht nur eine Materie übersetzen, die ich so einigermaßen verstehe, oder wenigstens eine Sprache, die ich so einigermaßen drauf habe, weil ich meine, in der 9. Klasse ist das ja noch nicht so wahnsinnig. Ja, das schätzt vielleicht auch die Schule. Das kann nein, natürlich, einfach. Die Schule unterschätzt nicht und ich frage mich, welche Präzision ist nötig für eure Kommunikation. Lass mich mal antworten. Ja, also, das ist ein schönes Beispiel. Vielleicht geht es gar nicht um das Endergebnis. Na gut, dann ist okay. Ja, es ist einfach wichtig zu sehen, Lernen mit freier Software ist anders. Das ist der Prozess. Und wenn die jetzt begeistert sind, die wissen, was ein Wiki ist. Das hatten die nicht vor zu lernen. Die wissen, wie man in einem Wiki schreibt. Das hatten die nicht vor zu lernen. Ja? So uns ist ein 13-Jähriger gekommen für ein Wochenende, das ist schon 2 Jahre her. Der wollte Linux lernen. Er hat gesagt, ja komm mal. Ah, wir haben da ein Problem, wir müssen was übersetzen. Komm, wir machen ein bisschen Englisch. Achso, da musst du dieses Werkzeug nehmen. Da findest du hier die Zeile in Englisch und hier in Deutsch. Oh, ich weiß gar nicht, wie das Wort heißt. Schau, hier findest du im Internet Leo, die Übersetzungsmaschine. Und zur Sicherheit guckst du noch da rein. Aha. Und jetzt, wie kann ich das so oder so sagen? Der hat es nicht gemerkt. Der war nach drei Tagen, war der in Englisch so unglaublich fit, weil die Jungs, die lernen so schnell. Ja? Und das Witzige war halt, ich erzähle die Kiste öfter, ihr kennt die schon, könnt ihr weghören. Ne? Also ein halbes Jahr später springt er mich auf der Straße an, hüpft, so, sage ich, was ist mit dir los? Ich habe eine Mail bekommen. Ich habe 100 pro Tag. Ja? Nein, aber ich habe von dem und dem eine Mail bekommen. Ja und?
Ja, du weißt doch, das ist doch der und der und der. Sag ich, ja, weiß schon, ich kenne den. Ja, aber der schreibt mir. Dann sag ich, ja und? Was hast du denn verbrochen? Er hat mich gefragt, ob er weiter übersetzen dürfe. Ja, weil im Quelltext steht seine E-Mail-Adresse drin und er wurde gefragt, von dem gefragt und der... Boah, Donop, 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 der hat mich gefragt, er hat mich gefragt. Ja, das ist die Motivation, von der wir leben. Ja, das ist die Begeisterung. So, deswegen, freie Software heißt... Anderes Prinzip. Nicht der Kaufmann sagt, es ist Weihnachten, es muss wieder eine neue Suse heraus. Brecht mit einer Suse für den Weihnachtsmann. Nein, Software ist nie fertig und bewegt sich. Ist ein bewegliches Ziel. Das heißt, der Prozess ist entscheidend. So. Und das kann ich garantieren. Ich würde jetzt wetten, ich habe nicht geguckt. Ich würde jetzt wetten, da gibt es so Leute, die machen den ganzen, meistens Lehrer, also ich nehme sie jetzt aus, ja, anwesende Lehrer sind aus, die haben wirklich nichts anderes im Kopf, als den ganzen Tag nur Rechtschreibung zu machen. Hässlich! Aber die sorgen dafür, dass kaum Rechtschreibfehler in unserem Wiki sind. Ja, die mischen sich über. Da ist eine neue Seite, hat einer in Englisch was geschrieben, das muss man doch kurz korrigieren, und schon ist es korrigiert. Das heißt, fang an, schmeiß was Unfertiges rein und du bleib dran, abonnier die Seite, das ist ein Wiki, so dass man sozusagen die Änderungen mitkriegt. Und dann wirst du sehen, das lebt, das Ding lebt. Wir haben also Tag und Nacht zwischen 10 und 15 Leuten, die da in dem Wiki arbeiten. Insgesamt haben wir über 200 Leute, um das mal zu sagen. Das ist eine aktive Zahl. Ja? Also wer seit einem Monat da gearbeitet hat, sind ungefähr 70 Leute. Ja? Und das ist es. Und das waren wieder 10 mehr heute. Und die können das gar nicht verhindern, dass ich sozusagen das erneut habe. Ich will das gar nicht alles wissen. Und wer hat es nur gemacht? Jetzt hat er auch noch eine Liste gemacht. Jetzt kriegen wir die ganzen Änderungen. Überall, wo vorne Erkel entsteht und irgendeiner lässt einen Furz auf einer Seite, dann kriege ich die Mail auch noch und so weiter. Nur das hat auch die Motivationsgeschichte. Man kriegt mit da in etwas ab. Oh, jetzt muss ich aber mal wieder reingucken. Ah ja, da, ach so, daran sollten wir ja auch denken und so weiter. Ne? Das ist sozusagen der, es ist ein anderer Lernprozess. Und deshalb noch als Schluss, ne? Aber wirklich am Schluss jetzt, ja, oder? Du hast noch keine Karte hochgehalten, du kannst noch richtig losgehen. Das Fehler machen sind die Grundlage von guter Software. Wir sind stolz auf Fehler. Es ist ein ganz anderes Lernkonzept. Normalerweise ein Fehler, ja, bei uns sagen, hey, gut, schau mal, wie könnte man das lösen? Wer hat eine Idee, wie wir das lösen können? Da gibt es diese Modelle, es gibt ja auch die Theorie darüber, über die Kathedrale und den Bazar. Also, arabischer Bazar. Und dann Microsoft, katholische Kirche, Dom in Köln. Ja. Oben Bill Gates. Und jetzt müssen wir was für die Schule tun. Okay, warte. Ja, wir haben es getan, wir haben es getan. Es kommt ein Produkt raus. Es ist teuer und in der Regel scheiße. Entschuldigung, das Wort wollte ich heute nicht verwenden. Schneid es raus. Ja, aber es ist hauptsächlich teuer und es hat ein super Marketing. Ja, weil da in der Portokasse mehr drin ist, als wir uns jemals vorstellen können. Und bei uns ist es so, ich habe was, guck mal. Wie viel habe ich noch? 2 Minuten? Okay. Also Beispiel, letztes Wochenende kam zu uns jemand zu Besuch, der war schon mal vor einem Jahr da. Und der hat gesagt, hey, ich habe da ein super Projekt, das heißt Live Backup. Ich kann von jeder Installation ein Image ziehen, welches man auf die CD brennen kann und schmeiße es in den anderen Computer rein und es läuft dasselbe, was auf dem anderen Computer vorher lief, als live, also nicht als feste Installation, sondern zum Ausprobieren. Da habe ich gesagt, hey, Skoli Linux, wir brauchen das. Wir müssen den Lehrer endlich was mitgeben können, wo sie sagen können, kannst du ausprobieren, passiert nichts, siehst alles, was da drin ist, wenn du es haben willst, dann melde dich nochmal, dann muss man das richtig installieren. Ja, der war da, es wurde sehr wenig geschlafen das letzte Wochenende, ich gebe es zu. Harald ist nicht da, den kann ich sagen, der hat noch weniger gepennt wie ich. Und das Ding ist fertig geworden. Ja. Und wir haben sozusagen jetzt eine Live-CD, 1,4 GB, also eine DVD, eine große, wo es wirklich funktioniert. Und das ist einfach toll. Der hat jetzt eine wolfgang@skoli-linux.de-Adresse, weil das Projekt ist einfach so toll. Und der wird jetzt sozusagen alle Publikationen, die wir jetzt in unserem Wiki durchführen, machen unbekannt, weil wir die große Community haben und er war ganz allein. Das ist nur ein Beispiel, wie das gemacht wird. Das ist der immer kontrolliert, ob es bandvoll ist, deswegen höre ich jetzt auf. Ja, ich danke für eure Aufmerksamkeit. Nein, gar nicht. Oh, komm. Nein, ich mag gar nicht. Okay.
Schalt mal aus jetzt hier, komm. Jetzt machst du auf Knopfchen drücke.